Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Erst einmal an alle ein frohes Weihnachten, ein frohes Fest, frohe Feiertage. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß zu Hause oder wo auch immer ihr seid. Wenn ihr jetzt auch darüber nachdenkt, was könnt ihr mir mal denn schenken, dann abonniert doch vielleicht den Kanal. Damit unterstützt ihr mich und meine Tutorials und ihr verpasst auch kein Video mehr. Und an dieser Stelle begrüße ich mal die neuen Abonnenten und sag mal Hallo, denn wir sind mittlerweile schon über 400 Abonnenten. Das Abo-Special kommt aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr, da muss ich noch ein bisschen was vorbereiten. Heute haben wir nämlich ein bisschen was anderes vor, denn wir machen heute Lichteffekte ohne Plugins. Wir wenden das geht ziemlich einfach, das ist auch ziemlich schnell erledigt. Und wir starten das Video jetzt. Als erstes benötigen wir ein Charaktersheet mit einem Raster von 3x3 Kästchen pro Charakter. Falls ihr nicht wisst, wie ihr so eins selbst machen könnt, schaut in der Videobeschreibung, dort könnt ihr es herunterladen. Diese Datei öffnen wir nun mit GIMP. Erstellt dort eine neue Ebene und malt einen weißen Kreis. Platziert diesen Kreis auf der oberen Hälfte des Rasters. Unten rechts fügen wir direkt an der Ecke ein schwarzes Viereck hin, um das Ganze zu kopieren. Wir fügen es einmal links und einmal rechts ein, so dass das schwarze Viereck bei beiden unten rechts an der Ecke ist. Nun löschen wir die schwarzen drei Vierecke wieder. Wir markieren jetzt den Kreis in der Mitte und gehen zu Filter, Verzerren, Wellen. Ihr könnt hier mit den Werten ein wenig herumspielen oder die gleichen wie aus dem Tutorial übernehmen. Klickt nun auf OK. Wir sehen hier, dass der Filter den Kreis wellig gemacht hat. Je nach Einstellungen mehr oder weniger. Wenn ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, machen wir bei dem zweiten Kreis nochmal den gleichen Filter. Hier ändern wir aber ein kleines bisschen die Werte. Schaut, dass ihr von den Werten, die ihr beim ersten Kreis hattet, nicht zu sehr abweicht und nur ganz dezente Änderungen vornimmt. Das gleiche machen wir beim dritten Kreis, wieder mit etwas anderen Werten. Die Werte sollten nahe beieinander liegen, damit es später bei der Animation, die wir machen werden, nicht allzu große Unterschiede entstehen, denn das würde merkwürdig aussehen. Wir entfernen nun die untere Ebene und stellen die Deckkraft von unserem Kreis auf ca. 75%. Ihr könnt das auch so einstellen, wie ihr möchtet. Je höher die Deckkraft, desto stärker die Leuchtkraft am Ende. Wir speichern nun das Bild ab und gehen zu unserem RPG Maker. Hier habe ich schon mal zwei Fackeln aufgestellt, die ich nun zum Erleuchten bringen möchte. Wir erstellen ein neues Event genau unterhalb der Fackel. Wählen nun die Grafik aus, die wir gerade erstellt haben und machen einen Haken bei Auftreten. Typ der Bewegung stellen wir jetzt auf Benutzer definiert. Dort gehen wir zum Mischmodus und setzen es auf Zusätzlich. Damit bekommt das Event einen Leuchteffekt. Den Haken bei Bewegung wiederholen entfernen wir jetzt. Dieses Event kopiere ich jetzt auch zur zweiten Fackel und mache einen Testlauf. Wir sehen jetzt, dass die Fackel schön hell leuchtet und das alles ohne Plugin. Falls ihr größere Leuchtmittel braucht, könnt ihr auch ein größeres Charaktersheet erstellen, um einen größeren Kreis zu machen. Wenn ihr zusätzlich noch den Bildschirm tönt, könnt ihr den Leuchteffekt noch etwas verstärken. Mit dieser Technik könnt ihr alles zum Leuchten bringen, zum Beispiel Fenster in der Nacht, Straßenlichter und so weiter. Das war's mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt auch alles kapiert. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie ihr euren Helden ins Loch schmeißen könnt, dann klickt mal das Video hier oben an. Dort erkläre ich es Schritt für Schritt. Ist so ein bisschen wie Zelda gemacht, wo man ins Loch reinfallen kann. Ihr kennt das natürlich, wir alle kennen das. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen, bis dahin, tschüssikowski.